Alle Jahre wieder, immer am 6. Januar, trifft sich hier im Kloster Loccum auf Einladung der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannovers das Who is Who der niedersächsischen Politik, der Wirtschaft, der Medien und der Religionsgemeinschaften zum sogenannten Epiphanias-Empfang. In diesem Jahr, so kurz vor der Landtagswahl, mit noch ein bisschen mehr Spannung als sonst erwartet, der Auftritt von Ministerpräsident und Wahlkämpfer David McAllister. Ich verzichte heute auf Aussagen zu tagespolitischen Themen. In den nächsten 14 Tagen wird es genügend andere Veranstaltungen geben, die alle politischen Parteien in Niedersachsen veranstalten, wo wir diese Argumente sinnvoll oder noch sinnvoller miteinander austauschen können. Deshalb gibt es heute von mir kein Wort zu Fragen der Finanzpolitik, zu Fragen der Wirtschaftspolitik, zu Fragen der Energiepolitik oder auch zu den überragend wichtigen Fragen der Bildungspolitik. Trotzdem hat der Wahlkämpfer McAllister für die Kirche bei diesem Neujahrsempfang die Aussicht auf ein besonderes Geschenk im Gepäck. Ein einmaliger bundesweiter Feiertag am 31. Oktober 2017 wäre eine Chance, das Bewusstsein für die Reformation zu stärken. Ich werde mich für den bundesweiten Feiertag am 31. Oktober 2017 einsetzen und füge hinzu, wenn sich das bewährt, könnten wir eine Tradition fortsetzen bzw. wieder einführen. Für den Gastgeber, Landesbischof Ralf Meister, ist dieser Termin zwei Wochen vor der Landtagswahl eine gute Chance, der bei Kaffee und Kuchen versammelten Politprominenz nochmals für die letzten Meter der Wahlkampfreden und Versprechungen ins Gewissen zu reden. Die Sprache ist eine Leitwährung für den Gemeinsinn einer Gesellschaft. Aber nur dann, wenn sie der Wahrheit verpflichtet bleibt. Und dazu gehört Verlässlichkeit. Also Wort halten. Doch dieser Hinweis soll nicht als ein bischöflicher Ratschlag für sprachliche Fairness im Wahlkampf gelten. Es ist kein exklusiver Passus für Politikerinnen und Politiker. Und weil es natürlich ein Leben nach der Wahl gibt, ist es für Landesbischof Meister eine Selbstverständlichkeit, Wahlkampf hin oder her, bereits jetzt zum Jahresanfang die aus kirchlicher Sicht wichtigen Themen für die kommenden 12 Monate zu benennen. Allen voran die aktuelle vielschichtige Frage der Religionsfreiheit. In der Beschneidungsdebatte traf uns diese Frage ebenso wie mit der Entscheidung des Bundesarbeitsgerichtes in Erfurt über die grundsätzliche Bestätigung des dritten Weges. Beide Themen sind tiefen Bohrungen in das Verhältnis Staat, Kirche, Religion, Gesellschaft. Es bleibt ein Auftrag an die Religionen, in einer zunehmend säkulareren Umwelt die Bedeutung der Religion selbst zu erklären, auch öffentlich plausibel zu machen. Und es bleibt der Auftrag des Staates, dem Selbstbestimmungsrecht der Religionen auch in Zukunft notwendige Räume der Selbstbestimmung zu erhalten. Große Herausforderung also für Kirche, Politik und Wirtschaft für das neue Jahr 2013. Bleibt aber abzuwarten, inwieweit die Worte des Landesbischofs und vor allem des Landesvaters auch über die Landtagswahlen in 2 Wochen hinaus Bestand haben.